frisch erholt kann es nun weitergehen und gucken wir mal, wie lange wir noch brauchen für diesen Dungeon. Oh ja. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass wir es das Rätsel so schnell wie möglich und bald jetzt sind wir hier. Gefüllt haben. Auf jeden Fall haben wir schon mal geschafft, diese... Jetzt haben wir wirklich schon mal den Ort gefunden, den ich die ganze Zeit gesucht habe. Ja, okay, hier waren wir auch schon mal, denn sonst wären hier auf jeden Fall Gegner erschienen. Lass uns oben lang. Wirklich, hier schon? Okay. Ja. Bei rechts haben wir das Knöpfchen auch gedrückt, das heißt, wir waren auch schon rechts. Alrighty then. Vielleicht kommen wir endlich weiter. Ich würde zumindest hoffen. Manchmal, aber nur manchmal. Ja, hat das Spiel einen auf die Fresse gern. Die modifizierte Fassung. Oh. Trinken, du sagst so gut. So, volle Konzentration. Es könnte vielleicht unsere Wegslösung sein hier. Auf jeden Fall sieht das dann nach dem Knopf aus, den wir schon gedrückt haben. Ja. Echt? Aber vielleicht waren wir ja da noch nicht. Jetzt bin ich aber gerade wieder komplett wieder. Okay, hier waren wir noch nicht. Was komisches. Ach, das war jetzt alles klar, okay. Auch nicht schlecht. Schön. Wie auch immer dieser Knopf schon aktiviert war, wenn wir hier noch nicht waren. Ja, das frage ich mich auch gerade. Auch nicht schlecht. Aber auf jeden Fall hier waren wir anscheinend. Ja, was jetzt? Das ist eine gute Frage. Versuchen, riskieren. Oh, weil meistens. Ah, das ist nur ein Knopf. Ja, und jetzt da oben hoch. Das könnte die Stelle sein, die ich auch mitgesucht habe. Oder? Da müsste denn. Ich weiß es nicht. Es ist alles so kompliziert. Oh. Nee, das ist die Seite. Ja, ich will auf die andere Seite. Eben. Auf die andere Seite will ich rauf. Ein Rätsel für sich. Es sind mir einfach zu viele Wege, ey. Ja, siehst du, das da hinten haben wir geöffnet. Also müssen wir irgendwie rechts lang kommen, irgendwie. Oh. Also wir sind ja jetzt auf der dritten Ebene. Das heißt, es muss auf der zweiten irgendwas oder auf sein. Der ersten sein. Gehen wir da mal runter. Jo. Oder können wir da nicht unten rum mal lang? Das war irgendwie von unten denn nach uns nach rechts so. Ich folge auf Fuß. Nein, nein, das war nee, 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 ganz verkehrter Raum. Jo. Ganz verkehrter Raum. Echt anstrengend, echt mühsam. Und dass wir weigern uns übrigens nachzuschauen, wie die Lösung ist, daher wird das wahrscheinlich sogar noch dauern. So viel schon mal zum Thema Action. Ja, ne? Zuerst war dann so richtig schön Action und dann bremst dann das Spiel wieder aus. Ich glaube, die kommenden 10 Folgen so ungefähr wird echt. Na, Die 10 Folgen werden wir nicht mal brauchen für diesen für den Giftdschungel. Nein, nein. Ich meine, mit dem, was wir heute bislang alles aufgenommen haben, das müsste ja ungefähr ab Episode 31, glaube ich, sein, wenn ich mich nicht irre. Wenn. Ja. Lass mal da oben nochmal nachgucken. Okay. Nee, da ist nichts. Aber lass mal ganz nach unten. Jo. Ups. Ganz nach unten und dann nach rechts. Jo. Irgendwie müssen wir ja weiterkommen. Ja. War wir hier auch schon? Ich glaube sogar gar nicht. Finden wir es raus. Interessant, hier waren wir noch gar nicht. Haha. Ja, noch überhaupt gar nicht. Siehste? Dann haben wir wieder ein bisschen Action gefunden. Oh. Nimm dies.
Und das und jenes und weshalb und warum? Und wieso ich? Oh, trifft doch. Trifft immer noch nicht, Alter. So eine Masse an Gegnern, ne? Und Mini-Blitz trifft trotzdem nicht. Schlüsselkarte. Ach, komm mal her. Ich sehe ein bisschen wenig. Mach die Augen auf. Würde ich ja gern. Wie geht das? Bring's mir bei. Oh, ich glaube, ich habe schon voll die Schlüsselkarten. Ich hab's auch voll. Oh Gott, wann habe ich eigentlich die 300 etc. geschafft? Für die nächste Stufe von Mini zu Mega. Und hast du nicht gesehen. Schon wieder? Was? Ja, es geht schnell mit deinem Mega, Giga. Giga. Giga, Mega, Feuer. Weh, Kopf los. Oh, ich bin voll. Was ist das? Ja, treff! Ah, du bist da. Scheint auch voll zu sein. Ja. Aber wir verschwinden hier noch nicht. So. Auf jeden Fall was Neues. Nach rechts oder gleich nach unten? Nein, wir erkunden erstmal alles hier. Genau. Also ich weiß zwar, dass wir hier schon waren, aber... Ja? Ja, klar waren wir hier schon. Weil der Aufgang, auf den wir eben gerade waren, der war ja noch zu. Der war gesperrt. War wirklich hier schon nach oben? Ja, lass uns hoch. Okay. Wir müssen jetzt mal hier alles ausprobieren. Okay. Ich lache mich kaputt, wenn das die Etage, also wenn das der Aufstieg ist, den wir die ganze Zeit gesucht haben, um oben, wo die zwei Lichtschranken waren, wo wir schon den einen Knopf an der Wand gedrückt haben, da würde ich mich jetzt, das wäre ja echt jetzt, das würde aber passen. Es würde passen, auf jeden Fall. Ich glaube aber, wir haben noch irgendwas vergessen. Das spüre ich in meinem Urin. Hm? Was ist hier? Hier waren wir. Den Raum erkenne ich. Da war ich nämlich von dem Pfeil da oben irritiert, wo wir das erstmal hier waren. Die anderen Worten, hier waren wir auch. Aber wir können ja nach oben gehen, vielleicht finden wir was. Ja. Komm schon. Ja, das war die Tür, die geschlossen ist. Goddammit, die müssen wir irgendwie aufkriegen. Das ist. Was heißt denn dieser. Komm schon. Hier können wir, glaube ich, erstmal nichts machen. Oder wollen wir nochmal hier nach unten? Also ja. Ich hätte auch noch eine Theorie, dass... Gehen wir erstmal da runter. Okay. Gehen wir da runter. Vielleicht irgendwie mal versuchen, in der ersten Etage irgendwie mal straight voranzukommen. Ohne, dass wir irgendwo hochgehen oder sowas. Versuchen irgendwie nach ganz oben rechts irgendwie so in der Ecke hinzukommen. Das kann es ja eigentlich auch nicht sein. Was ist die Lösung? Rätsel, Rätsel, Rätsel. Und vor allen Dingen müssen wir das ja fertig kriegen. Ja. Weil wir haben nicht ewig Zeit. Ach, wir sind hier. Verdammt. Okay. Muss man irgendwo einen Abgang suchen. Dachte schon, warum kommst du denn nicht endlich? Okay, wir sind hier, können ja mal nach rechts. Gut, ich aber weiß, dass wir da schon waren. Wir waren ja praktisch schon überall und doch nirgendwo. Das ist irgendwie einfach nur. Ihr könnt heulen. Wie gesagt. So, das ist hier. Halt!
Jetzt sind wir im Kreis gelaufen. Oder doch nicht. Jetzt bin ich verwirrt. Mal wissen, was hier interessant. Oben ist. So einen Weg hatten wir aber noch nicht, oder? Weil so, zumindest kam mir das noch nicht bekannt vor. Okay. Hier sind wir nach unten gegangen, oder? Nee, hier sind wir noch gar nicht lang gegangen. Dann Schere, Stein, Papier. Ich bin vor oben, du nach unten. Okay. Schere, Stein, Papier. Haha! Wir gehen nach oben. Das konntet ihr jetzt nicht sehen, aber ich habe fair gewonnen. Muss ich jetzt an das Jar Junken denken von Con? Ich musste ehrlicherweise gestehen, ich muss an was anderes denken. Von. Lass mich raten, Dragon Ball? Nein, South Park. South Park, okay. Da geht das Spiel ein bisschen anders. Schere, Stein, Nüsse. Ja, nee. Rammelkeule oder wie. Oh! 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 Oh, so, ab nach unten. Genau, jetzt echt nochmal unten nochmal kontrollieren. Ah. So, jetzt müsste es eigentlich geknackt sein. Wer wenn nicht? Ab dem Moment, wo ich das gesagt habe, habe ich irgendwie so ein schlechtes Gefühl. Mhm. Das ist immer dieses schlechte Omen. Immer wie bei Anime so typisch, dass plötzlich vom Teeglas her plötzlich so ein Riss an der Glas von 0 auf 100 kommt. Ein schlechtes Omen. Und dann trinken die immer noch von der Tasse. Warum auch nicht? Ja klar, würde ich wahrscheinlich auch nicht anders machen. Diese Ladezeiten! Wenn ihr ein aktiver Zuschauer seid, dann schreibt mal in die Kommentare, worüber wir uns unterhalten sollen, denn mir fällt einfach um Gottes Willen nichts ein. Lasst uns sprechen über die Bibel. Bibel kann ich mich nicht mit ausmachen. Ich auch nicht. Bin zwar katholisch, aber ich bin kein religiöser Mann. Tut mir leid. Ich meine, ich bin gar nichts und das ist auch gut so. Ich bin ja sehr offen, aber nicht gänzlich davon überzeugt. Ich bin gar nicht davon überzeugt. Alles, was in die, also was da drin steht, widerspricht sich schon fast selber. Also. Aber solange der Glauben den Menschen hilft, dann sage ich nichts. Jeder soll ja glauben, was er will. So, Mini-Blitz und Mini-Blitz und Mini-Blitz und Mini-Blitz. Sag ich dir mal was. Mini-Bombe. Ja klar, genau, lockst du da raus. Lockst du aus meiner Bombe raus. Natürlich. Ja. Erwischt. Ich mag es zu schlafen. Oh Gott. Sie haben geläutet. Vergiss es. Mächtige Klaue. Das hier ist ja gerade aufgegangen, ne? Ja. Ah, hier waren wir schon. Ja. Siehste? Ja, gehen wir noch unten. Dim, dim, dim. Aber die Musik, die ist echt klasse. Dim, dim, dim. Alles klar. Können wir hier nichts mehr machen. So. Dann gehen wir jetzt mal nach. Wo war das? Nach links und dann links und dann nach oben. Aber nicht jetzt nach oben, sondern ein bisschen später nach oben. Echt ein bisschen später? Ja. Ich meine, jetzt nach oben. Das war, wo so ein Doppelfall ist, sozusagen. Da müssen wir hin. Das weiß ich noch. Okay. Die Frage, wo das war. Ich glaube, das war echt sogar eine Etage gleich höher. Oder runter. Es war nicht hier. Wir sind jetzt auf 1, oder nicht? Gute Frage. Ah, dann gehen wir halt da hoch, wie eben gerade. Scheiß drauf. Sehen wir es dann. Wenn wir wieder falsch liegen, dann hey. Egal. Tut das weh.
Ich hab keinen Mana mehr. Oh. Digimon Monsters. Oh, das sieht draußen immer schlimmer aus. Ach, geht noch. Geht, läuft. Solange nicht so ein heftiger Sturm kommt, dass es während der Autofahrt uns plötzlich umherreißt und dann plötzlich... Dann so werdet ihr niemals erleben, wie wir dieses Spiel zu Ende spielen. Also würde mir sowas passieren und plötzlich eine Kuh würde mir am Fensterscheibe so lang fliegen, ich glaube, ich müsste sofort lachen. Also tot entgegensehen. Ich muss schon am Gedanken lachen. Oh. Ah, wir sind hier. Ja, wir sind richtig... Wir sollten... Komm her. Komm hoch. Bei Fuß. Nein, da oben sind wir ja hingegangen, da haben wir ja den Schalter betätigt. Ja? Ja. Aber so, und hier kommen wir nicht mehr zurück, ne? Genau. Ja, dann weiß ich, wo wir hoch müssen. Okay, ich folge dir. So, erstmal hier wieder runter. Badum. Darum. Okay. Weil da rechts oben, das ist mit dem Doppelpfeil. Da oben haben wir den einen. Ja. Na? Ja. Wir suchen den anderen Doppelpfeil. Ja. Wo beide nach oben gehen. Mit diesen komischen... Nee, das war sozusagen aufeinandertreffen. So, der eine nach oben, der andere nach unten und dann so treffen sich so. Diese Pfeile suchen wir. Wir werden es sehen. Ich weiß es. Ich kenne nur den Weg dorthin nicht, aber ich weiß es. Komm schon, Nadezeiten. So, jetzt hier. Warum schaue ich immer auf wem und ey? Aber ich gucke auch manchmal auf Game und das ist ganz irritierend manchmal. Dann warte mal, musste man nicht links hoch? Wir sind auf der linken Seite hoch. Und so sind wir dann da oben, dann Etage höher, dann Wirrwarr und dann... Wirrwarr. Wir suchen auf jeden Fall dieses komische Lasergedöns-Ding. Das suchen wir. Unbedingt. Laser-Gedöns-Ding? Ja, mit diesen zwei Laserbalken, was sich immer im Kreis dreht. Ja, ja, ich weiß nicht, was du meinst. Aber sicher doch? Ja. Okay. Und da müssten wir, war das den linken oder den rechten Aufgang hoch? Egal, sehen wir denn. Ich meine, es wäre, glaube ich, sogar der rechte gewesen. Oh, so ermüdend, Mann. Wir sind dem Ziel zum Greifen da und trotzdem ist er so entfernt, ey. Das ist... Nee, es würde viel schneller gehen, wenn die Ladezeiten nicht wären. Ja, das stimmt. Da ist es doch. Was? Nein. Doch, das Ding da rechts. Doch, da unten, da mit den zwei Pfeilen. Nein. Was ist hier, das hier schon? Nein, das ist es noch nicht. Drum? Wir sind näher, aber das ist es noch nicht. Nee. Ich sag's doch. Nicht. Das ist nicht das mit den zwei Pfeilen. Das wird noch, das kommt noch. Ist nur die Frage, wo lang hier lang. Schauen wir mal nach, was es hier so gibt. Ich hasse diesen Dungeon. Sind wir hier schon wieder? Gehen wir nach oben oder nach unten? Nach oben. Nach unten. Nach oben. Nach unten. Unten. Okay. Nee, da sind wir falsch. Oder? Steh auf! Ja, so. Okay. Oh, bitte sei der richtige Weg, ey. Wenn nicht, müssen wir den linken Pfeil nehmen. So kein Bock mehr. Oh. Das ist aber auch Müll. So, dann stell den Boss kratschen und dann raus da. Raus, weg. Tschüss. Speichern und... Speichern und Ende. Ja, und das machen wir dann irgendwann. Genau. Meine Nerven sind so im Keller gerade. Dieser Giftjunge. Schlimmste Stage. Vor allem das Schlimmste an diesem Dungeon ist ja nicht, dass der irgendwie so wirrwarr ist, sondern dass die Ladezeiten da dazwischen sind. Das ist für mich das Schlimmste daran. So wie es auch schon war, ist doch der linke. Nein, oder? Warte. Warte, ab nach oben nochmal, dann nach rechts. Ich will, was war links? Hier war der.
Hier war der. Sag ich doch. Nein. Doch. Das ist nicht der. Das war okay. Ja. 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 Ja, was? Ruhig. Ja, was? Gib Ruhe. Wer hat recht gehabt? Never. Von wegen deine zwei bekloppten Pfeile, die aufeinander zutreffen. Da war aber auch was. Ein Pustekuchen war da. Ja, siehst du? Ist etwas. Ja, ich bin ja voll. Oh. Noch mehr. Jetzt gleich wieder zurückrennen, ja? Na, halt, ich hab schon angekriegt. Stopp zurück. Oh nein. Hol den Notarzt. Oh nein. Oh, ich sehe Schlimmes. Ich auch. Okay. Oh, da kam ja noch was. Ups. Okay. Oh, da kommen ja noch mehr. Oh Gott. Alter, schick doch alle sechs auf einmal her und gib Ruhe. Ich hab keinen Bock mehr. Ich renne nicht einfach rüber. Ja, und dann ist da so eine Tür, die sich erst öffnet, wenn man alle besiegt hat. Okay. Dann auf 3. 1, 2, 3! Ich bin down. Ich bin down. Zum Glück haben wir ja mehr als genug. Ja, da ist das Siegel. Lauf! Aber wer zum Geier war da drin? I don't care. Hauptsache, wir sind endlich am Ziel, ey. Pass auf, gleich kriegen wir wahrscheinlich so eine Schelle. Ja, und dann sind wir draußen aus dem Dungeon. Schönen Dank dann auch. Na, rein können wir noch nicht. Wir müssen die Gegner besiegen. Ja. So, war's das? Dankeschön, ey, warte mal. Upsala, was mache ich hier? Ich wollte eine MP-Disc. Warte, nehme ich auch mal eine. Und eine Heilung. Und let's fight! Hartes Obelisk! Ah ja, Lucemon kommt. Stimmt. Da war ja was. Lucemon. Ja.